Die Aktion läuft unter dem Titel Ein Wochenende für Moria. Vor dem Innsbrucker Landestheater haben heute Demonstranten ihr Lager aufgeschlagen. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen dort heute auch übernachten. Bei kalten Temperaturen wollen sie so auf das Leid im Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos aufmerksam machen. Jenes Leid, das gestern hier in Tirol heute auch Innsbrucks Diözesanbischof Hermann Glättler angesprochen hat. Die Demonstranten richten wie er den Appell an die Politik. Einen Appell für Menschlichkeit. Ein kleines Lichtermeer für Geflüchtete in Not. Dutzende Passanten sind heute stehen geblieben, haben auf Pflastersteinen unterschrieben, eine Kerze angezündet, manche auch spontan entschieden, neben den anderen Demonstranten ihr Zelt aufzuschlagen und hier zu übernachten. Die Demonstrantengruppe rund um den Theatermacher Nick Neureiter will auf die verheerenden Zustände in den Flüchtlingslagern an der europäischen Grenze aufmerksam machen. Geflüchtete sollen aufgenommen werden, lautet ihre Forderung. Aktuell ist es einfach der Appell an die Politikerinnen und Politiker, ist einfach wichtig zu sagen, so, da sind Menschen in Not, in Lebensgefahr, in existenzieller Not, jetzt werden die erst einmal gerettet. Das Flüchtlingslager Karatepe und das mittlerweile aufgelassene Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos stehen symbolisch für viel Leid auch entlang anderer Fluchtrouten. Auch diese Mutter wird mit ihrem Sohn heute Nacht im Zelt verbringen. Ich finde es so schlimm, wie es in die Flüchtlingslager ist. Die Leute schlafen da im Dreck, haben keinen Strom, haben kaum warmes Essen. Da sind kleine Kinder dabei. Und naja, ich kann nur daheim sitzen und nichts tun. Das macht mich fertig auf Dauer. Da kann ich wenigstens sagen, dass das nicht richtig ist. Die Demonstranten wollen auch an den kommenden Wochenenden diese Aktion vor dem Tiroler Landestheater fortsetzen.